Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video der Microsoft Azure Tutorial Reihe. Wer mit diesem Begriff noch nichts anzufangen weiß, dem empfehle ich wärmstens das Video, was ich mit Philipp von Learning IT gemacht habe. Ich verlinke das hier unten in die Videobeschreibung. Darin erklären wir den Kurs und dort erklären wir auch, wie ihr Möglichkeiten habt, hier Einfluss zu nehmen und eure Fragen loszuwerden. Im ersten Teil der Videoreihe wollen wir uns erstmal mit dem Microsoft Azure Portal vertraut machen. Und dazu habe ich einen Webbrowser offen und der ist auf portal.azure.com. Das ist der zentrale Einstiegspunkt, wie ihr in Microsoft Azure reinkommt. Ihr müsst euch natürlich erstmal einen Account erstellen. Das ist klar. Ihr bekommt dann auch ein gewisses Anfangsguthaben, was ihr benutzen könnt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, durch Kreditkarten oder andere Wege, da kommen wir dann gleich noch dazu, hier Guthaben einzubuchen bzw. Ressourcen zu nutzen und die dann entsprechend abgerechnet zu bekommen. Habt ihr euch dann einmal angemeldet, sieht eure Oberfläche wahrscheinlich ungefähr so aus wie das hier. Ihr habt eine Oberfläche, die stark an office.com erinnert. Das heißt, hier oben sind so ein paar Azure-Dienste bereitgestellt, die von Azure angenommen werden, dass ihr die wahrscheinlich nutzen möchtet. Ihr habt eure kürzlich verwendeten Ressourcen und hier unten noch ein paar Navigationslinks dazu. Die Auswahl schränkt sich natürlich nicht auf die Dienste ein, die ihr hier seht. Ihr könnt auf weitere Dienste hier klicken und bekommt alles angezeigt. Oder ihr könnt hier links das Portalmenü benutzen. Da sind schon ein paar Favoritendienste für euch vorausgewählt. Die könnt ihr aber anpassen, indem ihr hier auf alle Dienste klickt. Und dann habt ihr hier so eine Auswahl. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den Host-Dienst mir als Favorit markieren möchte, einfach mit der Maus hier drüber, kann ich entweder anzeigen oder hier dann ein Stern setzen und wenn ich jetzt hier links reingehe, seht ihr, ist Hosts auch entsprechend drin. Genauso funktioniert es andersrum, zum Beispiel virtuelle Netzwerke, die stehen hier mit drin. Wenn ich da drüber gehe, kann ich auch hier den Stern wieder entfernen, wenn mir das zu viel ist. Für den Anfang gehen wir aber erstmal auf die Startseite zurück. Neben der Sidebar habt ihr auch hier oben ein Suchfeld, da könnt ihr nach Diensten suchen, zum Beispiel wenn ihr hier nach virtuellen Netzwerken suchen wollt, einfach kurz eingeben. Und ihr bekommt es auch entsprechend schon angezeigt. Seht dann hier eure virtuellen Netzwerke, könnt auch entsprechend welche hinzufügen. Was es allerdings macht, dazu kommen wir in einem späteren Video. Neben dem Suchfeld findet ihr einmal die Cloud Shell. Das ist eine Funktion, in der ihr quasi eine Kommandozeile habt, mit der ihr eure Azure-Dienste verwalten und administrieren könnt. Ihr habt zudem auch hier die Benachrichtigungen, die sind ganz wichtig, wenn ihr dort drauf geht. Seht ihr beispielsweise hier, ich habe ein bestimmtes verbleibendes Guthaben auf meinem Azure-Konto und ihr seht auch hier, wenn ihr bestimmte Aufgaben letzten Endes angelegt habt, zum Beispiel einen virtuellen Computer, den ihr gerade deployt, dann würde das entsprechend hier auftauchen und ihr seht auch den aktuellen Status. Das ist ganz praktisch. Auch Einstellungen findet ihr hier, das ist vor allen Dingen für euch die Einstellung, das heißt, ihr könnt zum Beispiel ein dunkles Design auswählen, das mögen, denke ich, viele. Ihr könnt hier auch ein paar andere Einstellungen machen, die vielleicht die Sprache betreffen, all das hier, um das euch zu personalisieren. Ansonsten findet ihr hier auch im Fragezeichen die Möglichkeit, Hilfe anzufordern. Wenn ihr irgendwann mal ein Support-Ticket öffnen müsst, dann könnt ihr das hierüber tun. Wenn irgendein Azure-Dienst nicht funktioniert, wäre das also der entsprechende Klick. Und wenn euch was gut gefällt oder schlecht, könnt ihr das Microsoft auch zeigen, indem ihr hier direkt auch Feedback hinterlasst. Bevor wir nun aber losstarten können und irgendwelche Dienste in Azure anlegen, irgendwelche Dienste nutzen, konfigurieren, administrieren, programmieren, brauchen wir erst einmal ein Azure-Abonnement oder eine Subscription, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Und das findet ihr hier unter Abonnements. Entweder wird euch das vorgeschlagen oder ihr gebt hier in die Suche entsprechend Abonnement oder Subscription ein, je nachdem, auf welche Sprache ihr euer Portal gestellt habt. Ich gehe jetzt hier mal rein und ihr seht hier bei mir, ist ein Abonnement eingebucht. Das ist ein Visual Studio Abonnement, das heißt, ich bekomme hier jeden Monat ein gewisses Guthaben, was ich dann entsprechend verbrauchen kann. Wenn ihr euer Konto neu angemeldet habt, habt ihr sehr wahrscheinlich ein Testabonnement hier eingebucht, was ihr entsprechend nutzen könnt und das hat auch schon ein entsprechendes Startguthaben. Wenn das aber verbraucht ist, das sollte man wissen, dann wird es nicht automatisch aufgefüllt, sondern es betrifft wirklich nur solche Visual Studio Enterprise Abonnements oder es gibt auch zum Beispiel für den studentischen Bereich entsprechende Abonnements, die man hier nutzen kann.
Sollte euer Geld hier einmal aufgebraucht sein in eurer Subscription, dann könnt ihr eine neue Subscription anlegen. Das hat allerdings Auswirkungen auf die Dienste, die ihr angelegt habt. Das heißt, wenn ihr bestimmte Dienste in Azure auf einer bestimmten Subscription nutzt und wollt die umziehen, dann ist das nicht immer problemlos und das sollte man vorher überlegen. Deswegen ist es sinnvoll, besonders wenn ihr dann später in den Bereich geht, dass ihr Azure produktiv nutzt und nicht mehr nur zum Testen, dass ihr dann wirklich entsprechend eine richtige Subscription anlegt, die dann auch über einen gewissen Weg abgerechnet wird. So eine Subscription hier kann euch im Prinzip fast jeder Microsoft-Partner einbuchen. Wenn ihr daher als Firma jemanden habt, dann geht gern auf den zu. Das ist prinzipiell möglich. Ihr bekommt dann entsprechende Rechnung pro Monat mit den entsprechenden Diensten, die ihr genutzt habt. Ihr könnt aber natürlich auch selbst ein Abo einbuchen, indem ihr hier oben auf Hinzufügen klickt. Bekommt ihr hier dann entsprechend eine Auswahl angezeigt. Und da seht ihr es auch schon. Also eine kostenlose Testversion könnt ihr entweder einbuchen, wenn ihr das noch nicht habt. Oder dann, das wäre wahrscheinlich das, was ihr bräuchtet, die nutzungsbasierte Abrechnung. Und das läuft in der Regel über eine Kreditkarte. Das heißt, ihr müsst dort eine Kreditkarte bereithalten. Wie gesagt, man muss nicht zwingend eine Kreditkarte nehmen. Wenn man einen Microsoft-Partner an der Hand hat, geht es auch ohne. Wir gehen hier mal zurück zu der Subscription. Und ihr seht hier, bei mir ist die eingebucht. Ich gehe hier mal drauf auf die Subscription und gucke mir das mal genauer an. Und da habt ihr so ein paar grundlegende Informationen dazu. Und was wir hier im ersten Schritt erstmal gucken wollen, sind die sogenannten Berechtigungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier in Azure. Die Zugriffssteuerung im linken Bereich zu finden, klickt ihr einmal drauf. Und darüber könnt ihr steuern, wer denn wie auf eure Azure Subscription zugreifen kann. Das ist ganz wichtig, denn nur wer einen Zugriff hat, kann entsprechend auch Dienste anlegen und sogar auch Dienste sehen. Das heißt, wenn ein Nutzer kein Recht hat auf eine Subscription, selbst die Sichtrechte nicht hat sozusagen, dann kann er auch die entsprechenden Ressourcen nicht sehen, die an die Subscription gekoppelt sind. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Subscription ist so die oberste Organisationsebene hier in Azure und alle Dienste, die laufen, sind letzten Endes auf irgendeine Subscription gebunden. Ihr könnt dann hier über das Zugriffssteuerungsmenü auch schauen, über Zugriff prüfen, wer denn entsprechend Zugriff hat, könnt ihr hier dann die E-Mail-Adresse der betreffenden Person eingeben und schauen, ob dieser Nutzer entsprechend Zugriff zur Subscription schon bekommen hat oder eben noch nicht. Und das könnt ihr dann entsprechend auch ändern, wenn ihr hier unter Rollenzuweisungen mal drunter klickt. Da seht ihr beispielsweise hier, ich habe mich hier einmal eingeladen als Gast und bin einmal als normaler Nutzer drin und habe beide Male entsprechende Rechte darauf. Diese könnt ihr entsprechend anpassen. Zum Beispiel, wenn ihr hier hinzufügen klickt, Rollenzuweisung hinzufügen, dann könnte ich hier sagen, ich wähle eine gewisse Rolle aus, zum Beispiel Besitzer und weise den Zugriff hier an eine Person aus meinem Tenant zu. Für ein Testszenario ist es natürlich vollkommen fein, wenn ihr einfach jeden Benutzer als Besitzer angebt. Wenn ihr aber später, wie gesagt, das produktiv einrichtet, dann schaut euch genau an, was die Rollen entsprechend können und weist dann eine entsprechende Rolle zu. Ihr könnt solche Rollen auch manuell definieren, wenn ihr hier auf Rollen draufklickt beispielsweise und hier einmal hinzufügen. Und jetzt sagen wir hier eine benutzerdefinierte Rolle hinzufügen. So, das ist jetzt hier mal mein Test, bloß um das euch mal zu zeigen. Da kann ich wirklich ganz detailliert sagen, diese Rolle, wer diese Rolle hat, der hat jetzt folgende Berechtigungen. Zum Beispiel im Azure Active Directory kann der dann lesen. So, okay, bewerten und erstellen. Beachtet, dass es wahrscheinlich für die meisten Use Cases, die ihr habt, schon fertige Rollendefinitionen gibt. Das heißt, ihr müsst einfach bloß mal gucken, welche entsprechend die Anforderungen erfüllt, die ihr habt. Aber das ist eben das Schöne an Azure. Ihr habt auch hier volle Kontrolle, wem ihr welche Berechtigungen entsprechend geben wollt. Wenn wir jetzt hier mal wieder auf die Startseite zurückgehen und einen Dienst anlegen möchten. Zum Beispiel wollen wir einen virtuellen Computer anlegen. Ich gehe mal hier rein. Klicke auf Hinzufügen und zum Beispiel hier VM. Dann seht ihr hier auch schon Abonnement, also die Subscription. Das ist die oberste Organisationseinheit. Die muss auf jeden Fall immer mit angegeben werden, egal welche Ressource ihr anlegt. Genauso ist es auch mit der sogenannten Ressourcengruppe.
Das ist die untergelagerte Organisationseinheit unter der Subscription und auch die muss für jede Ressource zugeordnet sein. Das heißt, es kann keine Ressource existieren ohne Ressourcengruppe. Die könnten wir jetzt hier bei der VM-Anlage mit erstellen. Da es aber in diesem Video noch gar nicht um die VM-Anlage gehen soll, gehe ich hier mal zurück und wir erstellen hier wirklich mal eine Ressourcengruppe. Das heißt, ich klicke hier oben auf Ressource erstellen, gebe ein Ressourcengruppe oder Ressourcen, Resource Group, da ist es. Seht ihr auch hier und klicken einmal auf Erstellen. Und ihr seht auch hier schon das Abonnement, das ist entsprechend festgelegt schon. Und die Ressourcengruppe, den Namen kann ich hier vergeben. Und das ist jetzt hier Azure Tutorial. Bitte beachtet, solche Ressourcengruppen können keine Leerzeichen enthalten. Das würde euch der Assistent aber entsprechend auch sagen, wenn ihr hier beispielsweise ein Leerzeichen einfügt. Als nächstes gebt ihr noch die Region an. Die ist bei einer Ressourcengruppe an sich gar nicht mal so wichtig, aber dann bei den meisten Ressourcen bestimmt die den Datenspeicherort der entsprechenden Daten. Das heißt, hier in meinem Fall, das wird bestimmt mal was für das europäische Rechenzentrum in Amsterdam, das heißt Europa Westen gebe ich hier an und das kann ich entsprechend schon vordefinieren. Allerdings, wie gesagt, kann ich die entsprechenden Ressourcen da drin auch unabhängig davon auswählen. Ansonsten kann ich hier noch Tags vergeben. Das ist wahrscheinlich für eine Testumgebung absolut nicht relevant, aber gerade in größeren produktiven Umgebungen, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das heißt, ihr könnt hier bestimmte Tags eingeben und den Tags dann auch noch entsprechend einen Wert vergeben. Das macht es dann später mal einfacher, Ressourcen zu filtern. Beispielsweise, wenn ihr bestimmte, ja, zum Beispiel Produktivumgebung und eine Entwicklungsumgebung vielleicht habt und ihr wollt alle Ressourcen der Produktivumgebung entsprechend filtern, dann könnt ihr hier das über die Tags dann entsprechend machen. Brauchen wir jetzt in unserem Fall nicht, aber das ist vielleicht schon mal gut zu wissen für später. Wir gehen auch weiter, überprüfen und erstellen und klicken hier auf Erstellen und da ist schon unsere Ressourcengruppe angelegt. Ressourcengruppe ist grundsätzlich kostenlos, das heißt, hier fallen noch keine Kosten an. Ansonsten gibt es hier einen Dienst, der nennt sich Azure Pricing Calculator, der Preisrechner auf Deutsch, den könnt ihr hier anklicken. Und das ist ganz wichtig für die spätere Nutzung von Azure, das heißt, hier könnt ihr zu jedem Dienst schauen, wie viel würde das Ganze entsprechend kosten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen virtuellen Computer anlege, dann wird er mir entsprechend hier unten reingepackt. Ich sehe dann, wenn der so und so viele Stunden läuft, kostet der so und so viel Dollar im Monat. Wenn ich jetzt in Euro sehen will, kann ich entsprechend hier unten auch umstellen. So, und dann kann ich mich hier im Prinzip durchklicken. Ne? Was braucht der für einen Speicher? Wie viele Bandbreite braucht der? Was, ja, wie nutze ich den? Den kann ich zum Beispiel auch reservieren, ne? Dass der eben nicht die vollen Kosten entsprechend verursacht. Das macht wiederum aber nur Sinn, wenn der auch durchläuft. Also es gibt ganz viele Betrachtungen, die man hier machen muss. Auch da gehen wir vielleicht im späteren Video nochmal dediziert drauf ein. Aber prinzipiell, bevor ihr was anlegt, ist es immer recht lohnenswert, erstmal zu schauen, was hier entsprechend für Kosten verursacht werden. Habt am Anfang keine Angst, wenn ihr ein Probeabo eingegeben habt, dann ist es in der Regel so, dass das nach dem Verbrauch des entsprechenden Guthabens die Dienste einfach heruntergefahren werden bzw. nach einer Zeit dann gelöscht werden. Es wird euch aber nichts automatisch in Rechnung gestellt, außer ihr habt es entsprechend konfiguriert bei der Anlage. Neben den Kosten ist es auch natürlich ganz wichtig zu wissen, wo eure Dienste laufen. Wir hatten gerade schon die Auswahl getroffen mit der Location. Auch da einfach bei Google mal Azure Locations oder den entsprechenden Link, den ich euch in die Videobeschreibung packe. Da gibt es auch so einen Link, so eine schöne Seite von Microsoft dazu, wo ich mir wirklich zu jedem Rechenzentrum entsprechend hier die Infos holen kann. Das ist dann hier unten auch nochmal genauer aufgelistet. Ich sehe dann auch ein paar Infos dazu und kann im Prinzip auch schauen, wo ist denn welches Rechenzentrum beheimatet. Für Deutschland ist es normalerweise Germany North und Germany West Central. Das sind die neuen Rechenzentren, die Microsoft hier gebaut hat. Das ist nicht zu verwechseln mit der deutschen Cloud, die die Telekom vor einigen Jahren mal aufgebaut hat. Die ist mittlerweile so ein bisschen im Abbau, kann man fast sagen. Die deutschen Rechenzentren, die Microsoft gebaut hat, sind aber leider, zumindest Stand heute, Stand dieses Video November 2020, leider noch nicht auf dem Stand, wie zum Beispiel West Europe und North Europe. Das sind so die größten Rechenzentren in Europa. Und wenn jetzt ein neuer Dienst rauskommt, irgendwelche neuen Funktionen, dann ist es meistens so, dass erstmal die Hauptrechenzentren diese Funktion bekommen und die anderen Rechenzentren dann das Schritt für Schritt im Nachgang bekommen.
Also wenn ihr vorn dran mit sein wollt, euch die EU ausreicht als Datenspeicherort und es nicht unbedingt Deutschland sein muss, dann empfehle ich in unserem Fall jetzt hier West Europe. Haben wir ja auch entsprechend bei unserer Ressourcengruppe ausgewählt. Also wenn wir hier auch zum Beispiel nochmal auf Ressourcengruppen klicken, haben wir hier natürlich das Azure Tutorial und auch Standort kann ich hier direkt sehen. Es ist in Europa Westen, also das West Europe Rechenzentrum. Soweit war es das erst einmal zum ersten Video. Wie gesagt, mein Anliegen war heute, euch einen groben Überblick über das Azure-Portal zu verschaffen. Philipp wird es im Nachgang tun zu den entsprechenden Kommandozeilen-Tools, also sei es über die PowerShell oder über die Cloud Shell. Schaut euch das Video am besten auch mit an. Das kommt dann am nächsten Wochenende auf seinem Kanal. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gern über den Discord-Server, auch der ist unten mit verlinkt, beantworten wir sehr gern. Und hier geht es dann in 2 Wochen weiter mit Video Nummer 2. Ich freue mich auf euch, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ja, wir sehen uns hoffentlich dann. Macht's gut, ciao, ciao.